Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, dann herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Pressekonferenz des 1. FC Saarbrücken aus einem ganz besonderen Anlass, denn rechtzeitig zu unserem Pokalkracher gegen Eintracht Frankfurt ist jetzt ein neues Buch erschienen, und zwar über einen der besten Fußballer, die das Saarland je hervorgebracht hat, über Herbert Binkert, der Fußballlegende der 50er und 60er Jahre. Geschrieben hat diese Biografie sein Sohn Manfred Binkert, den ich hier begrüßen darf. Herzlich willkommen. Und quasi als Schirmherr dieser Aktion unser erster Vorsitzender Jörg Alt. Hallo, servus. Hallo, vielen Dank. Ja, wenn ein Sohn über den Vater eine Biografie schreibt, was sagt uns das? Ja, das sagt uns erst einmal, dass er ihn schon bewundert hat und dass er Zeit seines Lebens mitgekriegt hat, dass auch andere mit Anerkennung von seinem Vater gesprochen haben. Und als ich dann vor 2 Jahren begonnen habe, den Nachlass zu sichten und zu ordnen und da noch einmal viele wichtige Dinge gesehen habe und mir zu vielen Bildern Geschichten eingefallen sind, habe ich gedacht, das müsste ich eigentlich meinen Enkeln bewahren, und habe dann begonnen, Geschichten aufzuschreiben, die sich dann nachher praktisch zu einer Lebensgeschichte verdichtet haben. Und eigentlich war das nur so für den Hausgebrauch gedacht. Und dann habe ich sie mal Jörg Alt gezeigt, weil ich wusste, dass Jörg für die Tradition unseres Vereins sehr viel übrig hat und die Tradition unseres Vereins sehr in Ehren hält. Und er nach der Lektüre sofort gesagt hat, da müssen wir was draus machen, das kann nicht nur bei deinen Enkeln bleiben, das müssen mehr Menschen erfahren. Und so hat das Ganze dann eigentlich angefangen. Ja, Jörg, das ist das Stichwort. Ordne du mal für uns den Stellenwert von Herbert Binkert für den 1. FC Saarbrücken, aber auch für den Saarfußball ein. Nicht umsonst steht ja an der Herbert-Binkert-Tribüne der Satz, der beste Außenminister des Saarlandes. Und das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr treffend ausgedrückt. Herbert Binkert war eine Legende zu Lebzeiten und bleibt eine Legende auch jetzt im Nachlass. Also wenn man ihn vergleichen möchte mit der Größe der Fußballer in Deutschland, dann ist er mit Sicherheit auch auf einer Stufe mit Fritz Walter, mit Franz Beckenbauer, mit Uwe Seeler, mit Wolfgang Oberath, den ganz Großen des deutschen Fußballs. Herbert Binkert ist ja eine Institution gewesen, und nicht umsonst hat man ja gesagt, die Herbert Binkert, oder spricht heute noch bewundernd von der Herbert Binkert Elf. Es waren ja mehrere zu der damaligen Zeit Fußballer mit klangvollem Namen in seiner Mannschaft, aber letztendlich bleibt der Name Herbert Binkert, Herbert Binkert Elf. Und ich denke, das ist Aussagekraft genug. Trotzdem, ein Sohn schreibt die Biografie, aber es gibt natürlich auch Dinge, die da nicht drinstehen. Wie war denn so das Verhältnis von Herbert zu seinen Kindern? Ja, zuerst einmal war es natürlich so, dass er nicht oft zu Hause war. Das heißt, sowohl als Spieler, da war ich natürlich noch Kleinkind, aber auch dann in seiner späteren Trainertätigkeit war klar, dass die Familie oft ohne ihn auskommen musste. Und das ist natürlich schon so ein bisschen hängen geblieben. Gegen Ende seines Lebens, als er im Seniorenheim war, war natürlich genug Zeit da, sich mit ihm zu unterhalten, an seinen Erfahrungen teilzuhaben und auch mit dann Teil, weswegen das Buch geschrieben worden ist. Also ich habe Herbert Binkert auch in Homburg kennengelernt, war er auch unterwegs und dann später immer beim FC auf der Tribüne. Er war ein herzensguter Mensch. Wie würdest du ihn beschreiben? Ja, also ich hatte es auch irgendwann mal gesagt bei einem Treffen im Heim, wo wir ihn besucht haben, anlässlich seines Geburtstags. Er hatte eine Strahlkraft, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Er war so
überall beliebt, überall anerkannt, überall wertgeschätzt. Es gibt ja Fußballer, die man nur aufgrund ihrer fußballerischen Tätigkeit vielleicht hochschätzt, aber bei ihm war das Rundumbild entscheidend. Er war ein überragender und exzellenter Fußballer und er war ein ausgezeichneter Mensch mit allen Attributen im positiven Sinne, die man letztendlich dazu zählen kann oder dazu ziehen möchte. Da möchte ich gar nichts weglassen. Herbert Binkert war tadellos. Und wie gesagt, wenn es heißt an der Tribüne, der beste Außenminister des Saarlandes, dann war er auch für den ersten FC Saarbrücken ein hervorragender Botschafter, nicht nur im Saarland, sondern überall. Sie haben ja auch weltweit gespielt zu der damaligen Zeit. Und die Reputation von Herbert Binkert ist deutlich auch über die Landesgrenze, über die nationalen Grenzen hinausgegangen. Dort, wo er war, hat er überall Spuren hinterlassen und wirklich wertschätzende Spuren. Manfred, wir haben im Vorfeld darüber geredet. Das Buch ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte. Das Saarland war ja nicht gleich bei der Bundesrepublik dabei. Und wir haben vorher noch ein bisschen geflaxt. Was wäre, wenn gewesen? 1952 war das Saarland noch ja unter europäischem Mandat. Eigenständig mit eigener Nationalmannschaft und trotzdem bei der Deutschen Meisterschaft dabei. Was wäre denn gewesen, wenn wir da gewonnen hätten? Das hätte die Politik in große Schwierigkeiten gebracht. Weil eine Stadt, die damals nach den damaligen Verhältnissen nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland lag, sondern im Teil am autonomen Saarland, deutscher Meister, das hätte Probleme mit sich gebracht, die sich im Anschluss daran, das habe ich im Buch ja auch dargestellt, ergeben haben, weil der deutsche Meister eingeladen worden war nach Brasilien zur Copa de Brasil, VfB Stuttgart nicht konnte, und an seiner Stelle der FC Saarbrücken nach Brasilien gefahren ist. Und das hat Auswirkungen gehabt bis ins Außenministerium nach Bonn, weil der deutsche Botschafter in Brasilien nachgefragt hat, wie er diese Situation jetzt meistern soll und als was er den ersten FC Saarbrücken begrüßen soll. Und letztendlich sieht man ja auch, es ist ein Bild drin, dass der FC Saarbrücken dort ohne das übliche Wappen gespielt hat, in dem ja noch die Farben des teilautonomen Saarlandes erhalten waren. Also auf die Trikots waren keine Wappen. Ja, Teil unserer Geschichte des Vereins, auch Teil einer ja, richtig glorreichen Vergangenheit. Wie ordnest du das ein? Ja, ich denke, mit dem Namen Herbert Binkert werden immer die traditionsreichen Erfolge des ersten FC Saarbrücken verknüpft bleiben. Ich hatte es damals irgendwann mal auch so gesagt, er war die Seele des Spiels und die Herzkammer des Vereins. Und ich denke, das sind so Attribute, die für mich persönlich auch hängen bleiben. Mein Vater war ein großer Bewunderer. Ich habe ihn persönlich selbst nie spielen sehen dürfen oder spielen sehen können. Aber die Spiele, die ich dann im Nachklapp nicht live, aber so sehen konnte, das war wirklich enorm. Und ich denke, der Name Herbert Binkert wird eine Strahlkraft für den Verein behalten, die nie zu Ende geht. Ja, das waren unsere Gedanken und Eindrücke von dem Buch. Kommen wir gerne zu den Fragen. Anderen habe ich. Gestern war Herr Schuh am Mikrofon. Der hat mir erzählt, bei der Sache in Brasilien, da gab es so eine Art Museum oder eine Ausstellung. Und der saß bei der Frau oder Freundin da rum. Und zwar vor diesem Vitrinebus um dieses Frage. Da waren von den vier Wappen waren drei zugeordnet. Und bei dem vierten, da wussten sie nicht, wer sein Verein war oder irgendwas falsch daran stand. Ja, wusste aber natürlich als Saarbrücker, was für Wappen das war. Und hat dem Museumsleiter oder dem Handwirt das gesagt, dass hier Fehler wollte oder was. Dass sie das ergänzen konnten. Die wussten nicht, wem das Wappen war, das vierte Wappen, weil das unser Wappen war vom FCS. Und wie du sagst, das wusste ich jetzt auch nicht, dass die nicht mit unserem Ureigenwappen aufgelaufen, sondern mit dem anderen. Deswegen konnten die das nicht zuhören. Gar keins sieht man sogar auf dem Bild. Ne? Ohne ja, Wappen. Weil in dem Museum war das alte Wappen bei den vier und die wussten nicht, von wem das Wappen anders war. Das wissen sie. Ja. Ja, schon. Ja, also ein sehr interessantes Buch, gehört eigentlich in jeden Bücherschrank eines gestandenen FC-Fans oder auch eines saarländisch politisch Interessierten, der mit unserer Vergangenheit, die ja sehr spannend ist, zu tun hat. Wir empfehlen das sehr und hoffen auf eine rege Nachfrage.
Und wünsche jemand viel, viel Erfolg mit dem Buch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Bis dann. Tschüss.